Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Willkommen zurück in den USA. Ich bin immer noch hier in Virginia bei der lieben Tamara und beim lieben Patrick zu Hause. Verbringe meine Zeit hier noch eine ganze Woche. Heute ist Montag, der 9.10. Am Sonntag geht es für mich nach Hause, aber daran wollen wir noch gar nicht denken. Jetzt genieße ich mal die Zeit hier in Virginia. Ja, es ist jetzt schon Tag 3 und ich kann es immer noch gar nicht so richtig glauben, dass ich wirklich hier bin, dass ich hier aus dem Fenster rausschaue. Ich liebe diesen Blick auf diese Straße. Ich muss es gleich mit euch teilen. Das sieht einfach so aus wie bei Desperate Housewives. Ich finde das so, so klasse. Ja, also das ist wirklich mein absoluter Lieblingsblick jeden Tag hier raus aus meinem Zimmer, aus meinem Gästezimmer. Und wir starten in der Woche jetzt gleich mit einer richtig coolen Unternehmung. Wir gehen jetzt Vegas essen in Leesburg, Old Town, also im alten Stadtzentrum. Danach fahren wir zu einer Farm mit Pumpkin Patch. Oh, da bin ich sehr aufgeregt, und zwar zur Great Country Farm. Ich muss nur schauen, es ist ein bisschen frisch draußen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Sachen dabei. Ich weiß nicht, ob ich einen Wollmantel anziehen soll oder doch eine Lederjacke. Ich muss mal kurz rausgehen und mir einfach mal so ein Gefühl dafür holen, wie kalt es wirklich draußen ist. Und ich nehme euch mit. Wir werden jetzt wieder die nächsten 2-3 Tage hier in dieses Video reinpacken. Ihr begleitet mich beim Shopping, beim Essen, beim Sightseeing, ja, bei allem, was wir hier erleben. Ich freue mich sehr, euch mitzunehmen. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht länger rum, mach mich fertig, auf geht's, los geht's, wir fahren Bagels essen. Oh, ich freue mich, ich möchte mich unbedingt einen Pumpkin Bagel essen. Mit Apple Butter. Oh, wie ich mich freue. Thank you.
bin ich wieder zurück vom Pumpkin Patch, zurück von Great Country Farms. Es war heute ein richtig cooler Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den ganzen Einblicken. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 17 Uhr. Zeitmäßig bin ich immer noch komplett durcheinander. Obwohl ich heute das erste Mal jetzt um diese Uhrzeit gar keinen Müdigkeitseinbruch habe. Sonst ist es wirklich immer so, dass ich richtig müde bin um diese Uhrzeit. Aber jetzt geht's gerade. War richtig cool, so ein uriges Pumpkin Patch dazu. Apple Cider Donuts haben wir uns geholt. Die werden wir, glaube ich, morgen zum Frühstück essen oder später werde ich noch einen verkosten. Dann gab es bei der Farm ja ganz viel. Vom Truthähnen zu ganz viel Kinderaktivitäten, zu einem Corn Maze, zu einem richtigen. Das hat mir voll gut gefallen. Das war richtig schön. Dann waren wir die Nacht noch bei Smoking Willy's, bei so einem Texas Barbecue. Oh, diese Pico de Gallo und diese Fries. Und dieses Hühnchen mit diesem Taco-Streifen drauf, ach, ein Gedicht, also war super lecker. Und ja, dann sind wir ein bisschen durch diese Wohnstraßen gefahren, haben uns verschiedene Häuser angesehen. Ich finde generell, für mich hat hier Virginia so diesen, was mir total gefällt, den ich liebe es, diesen ja, New England-Charme. Also mich erinnert vieles an England und vieles an die Gilmore Girls, was halt doch eher weiter überhalb von New York ist, so Boston, New England, Connecticut, Maine, diese Gegend. Und das finde ich richtig schön, weil das ist halt das Amerika, was ich gesucht habe. Und indirekt habe ich das hier in Leesburg, Virginia gefunden. Dafür bin ich wirklich super dankbar. Ja, es war ein richtig schöner Tag. Die Bagels, oh mein Gott, die Bagels, das, oh, das kann ich euch anfangen sollen. Ich hatte so einen richtig, richtig leckeren Pumpkin Bagel. Also der Bagel außen war Pumpkin Bread quasi. Dann hatte ich Ei, Cheddar und statt Ham, also statt Sausage, habe ich Bacon genommen mit Apple Butter. Also das war der beste Bagel, den ich jemals im Leben gegessen habe. Ich mag das, wenn es süß und salzig ist, also das ist genau meins. Und heute wieder so ein schöner, erfüllender Tag. Also ich sauge hier wirklich so viel auf und ich bin Tamara und Patrick, über denen ich bleiben darf, unfassbar dankbar, dass sie mir so viel zeigen. Und es gibt so viele Klischees, so viele amerikanische, die sich einfach erfüllen. Zum Beispiel draußen heute, als wir mit dem Auto aus der Einfahrt rausgefahren sind und ich sehe einfach diese Abwasserschächte. Und auf einmal schlupft eine Katze rein und ich sitze im Auto und ich, oh mein Gott, das ist über S, ja, mit Georgie und dem Schiff. Und also S, der Film, Stephen King, der Clown. Und das sieht einfach wirklich so aus. Und das gibt es ja bei uns, ich will diese klassischen Gullis, wo das Wasser runterläuft. Also, ja, ich muss echt sagen, Amerika hat so ein bisschen mein Herz gestohlen, was ein bisschen blöd ist, weil nach Amerika zu fliegen ist ein bisschen schwieriger, als zum Beispiel nach England zu fliegen, obwohl England immer noch meine erste große, wahre Liebe ist, London. Aber Amerika ist halt wirklich, ja, so vielseitig und voller Klischees und kitschig und gleichzeitig so einzigartig. Und ich bin schon super gespannt, was an den nächsten Tagen noch kommt. Morgen fahren wir nicht beispielsweise nach Washington DC. Da nehme ich euch auch mit. Das kommt auch noch in diesen Vlog rein. Und wir sehen uns dann ganz persönlich wieder am morgigen Tag. Dann melde ich mich, wenn wir gemeinsam nach Washington DC fahren. Oh, ich bin gerade so happy. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer happy, happy, happy. Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück beim Vlog aus Amerika. Good morning. Es ist jetzt 6:35 und ich bin wie jeden Tag um 5 Uhr, seit 5 Uhr wach so. Stört mich aber gar nicht, denn ja, so habe ich morgens ein bisschen Zeit, um in den Tag zu starten, um erst richtig wach zu werden, richtig anzukommen. So was brauche ich auch. Gestern bin ich allerdings schon um 21 Uhr schlafen gegangen. Das heißt, ich hatte das erste Mal so richtig 8 volle Stunden Schlaf. Schlaftechnisch tue ich mir auch hier in Amerika viel einfacher als in Korea. Also ich muss echt sagen, in Korea war dieser Unterschied, diese 7 Stunden Zeit, die einem fehlen, echt anstrengender als hier 6 Stunden, die man einfach dazu bekommt, weil man ja 6 Stunden hinter Österreich bzw. Deutschland ist. Ja, ich habe mich jetzt auch schon fertig gemacht. Ich ziehe heute mein passendes Bing-Shirt an von Nina Bing mit dem Seekopf-Adler. Oder wie heißt dieser Adler? Jedenfalls eigentlich Los Angeles, wo wir hier ja in Virginia sind. Aber ich würde mir gerne in New York auch ein passendes Shirt immer in den Bing-Shop holen. Das will ich euch jetzt aber gleich erzählen. Ich schweife schon wieder aus. Ja, ich habe mich gerade angezogen. Ich zeige euch jetzt ganz fix mein Outfit. Das sind nämlich schon 2 neue Sachen dabei, die ich im Coach Outlet geshoppt habe. Ja, ja, ja. Und zwar einmal eine neue Coach-Bag und ein Coach-Mantel. Ich habe mich in diese 2 Sachen verliebt und ich habe es echt zu einem richtig guten Preis bekommen. Ich glaube, der Mantel war 60% off und die Tasche war auch
65% off. Beides wunderschön. Oh, ich zeig's euch. Und also richtig schöne Schnäppchen und eine richtig schöne Erinnerung an meine Zeit hier. Also zuerst mal die Tasche. Da ist sie, die neue Coach Bag. Die hat so eine richtig schöne Optik. Also hier einmal Krokodil in dunklem Anthrazit eigentlich, dieser Bügel. Mit, wie ich es liebe, eine Tasche mit einem Henkel und einem Umhängegurt, also einem Strap, unten auch Nieten. Und da geht richtig viel rein. Für heute habe ich einen Haarclips dabei. Dann mein Coach Geldbürstel, das habe ich schon etwas länger. Dann haben wir hier meine Schienenbox, einmal Tempos, also Taschentücher. Mein Nasenspray, da vorne haben wir noch Labello drinnen. Und mein Smartphone kommt natürlich auch noch rein. Es ist übrigens noch dunkel. Also hier geht eigentlich immer erst so um 7 Uhr die Sonne auf. Da hinten am Horizont sieht man es nur ein bisschen, also schon heller wird. Ich habe gerade die Fenster geöffnet. Ich liebe das auch einfach, dass diese Fenster so geöffnet werden können. Ich mache sie jetzt aber auch gleich zu, dass es nicht so kalt wird. Ja, Bügel zu machen. Zack. Ja, und dann habe ich mir diesen wunderschönen Mantel in Midnight Navy geholt. Der hat hier einmal am Kragen das typische, so das Oldschool-Coach-Logo aufgedruckt, also abgedruckt, was sage ich da, mit diesem Print, so, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Was ich echt toll finde, ist, dass dieser Mantel innen drinnen auch verstärkt, also gefüttert ist und dazu hier hinten ebenso. Ich denke mal, Tamara macht den bestimmt nachher kurz in meinem Video, dann kann ich euch den Trenchcoat zeigen. Ja, und ansonsten bin ich schon dabei, hier zu packen für New York. Was alles mitkommt an Outfits. Da drüben haben wir schon meinen Souvenirkoffer. Bringsel, Süßigkeiten, vor allem Pokémon-Karten. Aber das seht ihr dann in einem Extra Haul, was ich alles in Amerika eingekauft habe. Ja, also ich bin ready. Ich gehe jetzt nach unten, hole mir einen Kaffee aus einer super süßen Pumpkin-Tasse, die mir Tamara auch noch bei Target organisiert hat. Und dazu gibt es jetzt einen Apple Cider Donut. Die sind einfach so genial. Ich würde sofort jedes Croissant gegen einen Apple Cider Donut switchen. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Auto von Tamara und mir. So, nee, man sieht mich auch. Ja, natürlich sieht man dich auch. Wir machen heute die letzte Shoppingtour. Also die letzte große Shoppingtour hier in Liesberg. Wir wollen ein paar Läden abklappern, unter anderem Whole Foods als erstes, dann Trader Joe's, dann machen wir die Bücherei Barnes & Noble, Hobby Lobby, Outlet, denn wir werden uns heute noch was holen für New York, etwas Kuschelbaumes für die Füße, und dann noch einmal zu Target, weil ich muss auch schauen, ob ich noch mitbringe, sonst wenn ich es für die Jungs mitnehmen. Wir nehmen euch mit, wir brauchen dann noch Kaffee und was zum Frühstück, also noch was essen. Ja, und ich freue mich. Ich bin schon sehr gespannt. Das heißt, es gibt hier wieder vollen Content und ich bin schon sehr gespannt, vor allem auf Whole Foods und Trader Joe's, weil das soll ja, sind ja diese Bio-Organic-Food-Läden und ich hoffe, dass alles richtig schön, ja, so typisch amerikanisch, kitschig, klischeehaft aufgeschlichtet ist. Also ich erwarte mir mindestens ein, Sonne, ich erwarte mir mindestens ein, so ein Kühlschrankabteil voller Kale. Mehr, das gibt's nicht, ja. Also ich sehe das immer in den Vlogs. So richtig healthy. Healthy. Also, los geht's! So, da bin ich wieder nach dem Shopping bei Trader Joe's und Whole Foods. Also ganz ehrlich, Trader Joe's, den hätte ich gern bei uns. So ein schöner, putziger Laden. Die richtige Größe, die richtigen Produkte. Also da war ich schon sehr verliebt und ich hätte am liebsten noch mehr mitgenommen. Aber jetzt sind wir nach dem Food Shopping wieder im Outlet. Wir holen uns jetzt Axe Boots. So. Und wir hoffen, dass es die jetzt auch in unserer Größe gibt, weil am Sonntag waren wir da, ja, am Sonntag gab es die noch und jetzt muss es die auch noch in den passenden Größen geben. Dann haben wir unsere Matchy Matchy Sister Axe für New York City. Uhu. Also schauen wir mal. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück, beziehungsweise in diesem Fall bye-bye. Wir sehen uns gleich wieder in New York. Denn ich beende jetzt diese Vlog-Episode aus den USA. Wir haben schon alles fertig gepackt, also die Koffer sind gepackt.
Ich bin ready für New York City. Ich bin sehr aufgeregt. Das erste Mal New York, ein Kindheitstraum mit wahr. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den letzten Shopping-Besuchen. Also ganz ehrlich, Trader Joe's ist mein Lieblingsladen hier in den USA. Schade, dass ihr den nicht zu Hause hättet. Ich würde ständig bei Trader Joe's einkaufen. Ich finde das Angebot richtig klasse. Ich finde die Produkte und die Preise sehr passend und stimmig. Also dieser ganze Laden hat mich total begeistert. Whole Foods war auch richtig cool. Ich wollte unbedingt mal diese grünen Gemüse-Dinger sehen. Das hat echt sehr, sehr cool ausgeschaut. Und bei Hobby Lobby ist es auch richtig cool. Da gibt es ja alles fürs Bastelherz und fürs Deko-Herz, also richtig, richtig viel Auswahl. Wir haben auch im Outlet ein bisschen zugeschlagen. Es gab einmal die Axe Mini in diesem Rehbraun, dann eine neue Tory Burch Sonnenbrille, denn ich habe hier in den USA meine Ray-Ban-Brille verloren. Sie ist weg, die Sonnenbrille. Es ist nicht mehr nicht auffindbar. Ich glaube, ich habe es irgendwo mal beim Aussteigen aus dem Auto ausgestreut. Wenn man nicht auf seine Sachen aufpassen kann, dann muss man halt leider doppelt zahlen. Aber in dem Fall freue ich mich über eine andere Sonnenbrille. Die kommt auch mit nach New York. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich werde jetzt auch gleich das nächste Video starten. Und ich freue mich jetzt auf circa zwei Tage. Wir haben einen halben Tag, einen ganzen Tag oder einen halben Tag New York City. Ich nehme euch mit in im nächsten Vlog dazu und bedanke mich wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Hinterlasst mir gerne, wo ihr sofort shoppen würdet, was euch besonders gut gefallen hat. Wart ihr schon mal in einer dieser Läden in den USA einkaufen? Wie war eure Einkaufserfahrung? Ja, ich bin gespannt. Ich bin aufgeregt, bevor ich hier noch länger plaudere. Servus und Baba. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns gleich.